So, herzlich willkommen. Wir haben heute den letzten Online-Kurs für die Woche. Ab nächster Woche geht es ja wieder weiter. Mit dabei habe ich heute einmal den Luca Hallo. Was wir heute machen, ist ein bisschen Mobility für die Hüfte, beziehungsweise Dehnen für die Hüfte, für die Beinmuskulatur. Ich hoffe, ihr habt Spaß und dann legen wir direkt los. Okay, auf geht's. Es wird wie folgt aussehen. Der Luca wird einmal die Übung vormachen. Ich werde ein bisschen erklären, was wir da genau machen, wofür wir das Ganze machen. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt an. Einmal uns auf die Matte stellen. Genau, und von hier gehen wir die Fußspitzen leicht nach außen, runter in die Hocke und bleiben sitzen. Genau. Achtet darauf, das ist immer wichtig, dass der Rücken gerade bleibt, sehr gut. Das Gesäß geht auf die unterste Stelle, wo wir hin können und die Ferse bleiben durchgehend auf dem Boden. Genau. Die Ellenbogen gehen innen an die Knie und drücken leicht nach außen, sodass du eine Dehnung in den Adduktorenbereich spürst. Genau, Oberkörper gerade lassen und immer noch tief einatmen. Und ausatmen. Sehr gut. Was auch wichtig ist, dass die Fußspitzen leicht nach außen gehen. Noch 3, 2 und 1. Einmal locker lassen. Und wir gehen mit dem rechten Knie vor das linke Knie. Was wichtig ist, nur der Fuß hebt leicht ab und wir haben eine Rotation in der Hüfte. Und wieder zurück. Und los. Auf geht's. Sehr gut. Der Oberkörper, merkt ihr, bleibt immer noch gerade. Und die Rotation ist in der Hüfte. Das heißt, wir zeigen dem Gegenüber unsere Außenseite der Hüfte. 3, 2 und 1. Wir stellen uns einmal hin. Und wir nehmen hinten unser Bein hoch und ziehen unser Bein nach hinten weg. Der Oberkörper geht dabei nach vorne. Genau, so weit hochziehen wie möglich. Das Knie hebt mit ab. Das Knie hebt. Genau, sehr gut. Immer noch den Oberkörper gerade lassen, Kopf gerade lassen. 4, 3, 2 und 1. Das Ganze einmal auf der anderen Seite. Das heißt, wir heben einmal das linke Bein hinten hoch, greifen nach dem Fuß und ziehen es so weit nach hinten wie möglich. Sehr gut. Den rechten Arm kannst du immer zum Ausbalancieren nehmen. Ich denke mal, der Fuß ist nicht so schwer, dass du deinen Fuß nicht mit einer Hand halten könntest. Sehr gut. 5, 4, 3, 2 und 1. Wir machen weiter auf der Matte. Unser Knie geht auf die Matte. Die Ferse sind auf dem Boden, beziehungsweise die Fußoberfläche ist auf dem Boden. Das Bein geht so weit nach vorne, dass wenn wir jetzt das Becken nach vorne drücken, das Knie nicht über das Fußgelenk geht. Okay? Auf geht's. Das Bein noch etwas weiter nach vorne setzen. Genau, hier sollten wir einen rechten Winkel haben. Weg nach vorne setzen, sehr gut. Was immer wichtig ist, dass der Oberkörper gerade bleibt. Und nachher, dass der Oberkörper stark genug ist, müssen die Arme gar nicht aufs Bein, um sich abzuschützen. Dann kann er auch von alleine halten. Sehr gut. Den Fuß hinten machen wir lang. Und wir drücken das Becken nach vorne. Wir versuchen dabei etwas ruhig zu atmen. Immer wenn wir ausatmen, versuchen wir das Becken noch etwas weiter nach vorne zu schieben. Okay? Sehr gut. 5, 4, 3, 2, 1. Aus dieser Position gehen wir nach hinten zum anderen Fuß, setzen uns hin und der Oberkörper geht nach vorne zum Fuß. Sehr gut. Was wichtig ist, dieses Bein ist komplett gestreckt. Hervorragend. Auch hier versuchen wir immer ruhig zu atmen. Das ruhige Atmen ist das A- und O-Seitspielung. Noch 4. 3, 2 und 1. Wir wechseln einmal die Seite. Und auch hier drücken wir das Becken nach vorne, die Hand geht vom Oberschenkel weg. Und das Becken schiebt sich so weit nach vorne wie möglich. Mit jedem Atemzug versuchen wir das Becken etwas weiter zu uns zu schieben. Sehr gut. Das Bein ist lang. Und hier sieht man auch sehr gut den rechten Winkel im Knie, den wir erreichen wollen. Der Oberkörper ist gerade, Brust geht raus, wir sind stolze Männer. Noch 4, 3, 2 und 1. Wir setzen uns einmal wieder nach hinten. Das Bein ist wieder komplett gestreckt. Und der Oberkörper wandert nach vorne zum Bein. Sehr gut. Wenn alles gut läuft, spürt jetzt gerade der Luca die Dehnung im hinteren Oberschenkel. Läuft alles gut? Noch 5, 4, 3,
2 und 1. Wir kommen wieder hoch. Das Becken schiebt sich wieder mal ein, wieder aus das Knie. Das Becken schiebt sich nach vorne, sehr gut. Das Knie geht wieder noch ein bisschen weiter nach vorne. Ja. Und wir greifen nach dem hinteren Fuß. Halten den Fuß fest und drücken jetzt das Becken nach vorne. Was wichtig ist, was auch passiert bei dieser Übung ist, dass sich das Becken zur offenen Seite hin rotiert. Das wollen wir gar nicht erreichen. Das heißt, wir wollen, dass das Becken weiter in vorne ist, der Oberkörper den Beinen gerade ist und das Becken zu mir schiebt. Das heißt, schön nach vorne schieben. Sehr gut. Halten. Noch 5, 4, 3, 2 und 1. Wieder Seitenwechsel. Hervorragend. Und wieder das Bein in die Hand nehmen. Becken nach vorne schieben. Nicht wegrotieren. Beziehungsweise nach außen rotieren. Und immer noch ruhig atmen. 5, 4, 3, 2 und 1. Einmal auf den Rücken legen. Einmal die Augen zumachen. Und einmal entspannen. Achte darauf, dass die Füße langsam nach außen fallen. Und mit jedem Atemzug versuchen, dass der Körper etwas mehr entspannt. Wir atmen tief ein durch die Nase und durch den Mund wieder aus. Durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Sehr gut. Was wichtig bei der Übung ist, dass man komplett entspannt ist, damit man wirklich an seine Grenzen gehen kann. Wir nehmen das rechte Bein erstmal und greifen nach dem Knie. Ziehen es so weit zurück wie möglich und versuchen wieder, bei jedem Atemzug, immer wenn wir ausatmen, das Bein etwas weiter zurückzunehmen. Und wenn wir das Gefühl haben, hier ist eine Grenze, versuchen wir trotzdem über diese Grenze hinauszuarbeiten. Das heißt, tief einatmen, ausatmen, dabei leicht das Bein nochmal zu uns drücken. Hervorragend. Das linke Bein ist wichtig, dass es komplett auf dem Boden liegt. Wie ihr seht, ist das Bein komplett entspannt. Ein gutes Indiz dafür ist immer, dass das Fuß nach außen wegfällt. Jetzt machst du gut, Yoga. 5, 4, 3, 2 und 1. Einer Seitenwechsel. Wir greifen nach dem linken Knie. Ziehen das Knie so weit zu uns wie möglich. Und haben auch eine maximale Beuge im Kniegelenk. Und auch hier atmen wir tief ein, durch die Nase, aus, durch den Mund. Und versuchen beim Ausatmen das Knie etwas weiter zu uns zu ziehen. Sehr gut. 5, 4, 3, 2, und jetzt, wir strecken das Bein wieder weg und gehen mit dem gestreckten rechten Bein hoch. Greifen nach dem hinteren Oberschenkel und ziehen ihn so weit zurück wie möglich. Was wichtig ist, ihr merkt, dass der Rücken schon leicht zittert, weil es anstrengend ist, dass das Bein wirklich durchgestreckt ist. Das heißt, wir versuchen das Knie zu fixieren und nicht, dass das Bein in eine Beuge hat. Okay? Die Fußspitze ist angezogen und auch hier versuchen wir mit jedem Atemzug das Bein etwas weiter zurückzuziehen. Das ist eine relativ schmerzhafte Übung für alle Leute, die etwas ungedehnt sind. Aber manchmal muss man mit sich selber kämpfen. Sehr gut. Noch 5, 4, 3, 2 und 1. Wir bleiben so, machen das Ganze dynamisch. Das Bein entspannt sich. Und immer nach jeder Entspannung gehen wir in eine zweisekündige Dehnung. Das heißt, wir strecken das Bein wieder ins Maximale für 2 Sekunden. 1, 2 und wieder zurück in die Dehnung. Und bei Beinen, sowohl die Beugung als auch die Streckung, versuchen wir das Bein komplett zu strecken bzw. komplett zu beugen. Jetzt wir waren 2 Sekunden in der Streckung, nicht vorher aufhören und langsam zurück. Sehr gut. Noch einmal. Bein komplett durchstrecken, sehr gut unterhalten. 3, 2, 1 und entspannt nach vorne legen. Nach vorne legen das Bein. Wir greifen nach dem linken Bein. Greifen nach dem hinteren Oberschenkel und strecken das Bein maximal. Wenn ihr jetzt sehen würdet, wie der Luca guckt, wisst ihr, dass es ganz schön wehtut. 5, 4, 3, versucht die Schulter auf den Boden zu lassen. 2, 1, wir gehen in die Beugung. Und wenn wir in der maximalen Beugung waren, gehen wir in die maximale Strecke für 2 Sekunden.
zurück. Sehr gut. Ruhig atmen dadurch. Immer durch die Nase ein und durch den Mund aus. Das ist alles in Sand der Atmung. Sehr gut. Du bist nicht entspannt, wenn du unten bist. 5, 4, 3, 2 und 1. Das Bein einmal auf den Boden. Wir gehen mit dem Arm auf 90 Grad neben den Körper. Das rechte Bein geht auf 90 Grad in die Luft. Und wir greifen mit dem linken Arm das rechte Knie. Ziehen es zu uns rüber. Und der Blick geht in Richtung freier Hand. Was wichtig ist, dass beide Schultern auf dem Boden bleiben, sich einigermaßen entspannen und wir ruhig atmen. Immer noch langsam ein und langsam aus. So als kleines Merkmal würde ich mal sagen, 3 Sekunden ein, 3 Sekunden wieder aus. Durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Sehr gut. 5, 4, 3, 2, 1 und Seitenwechsel. Was hier noch sehr wichtig ist, ist, dass die Schultern auf dem Boden bleiben. Der Kopf immer in die Richtung geht der Hand, der auf dem Boden liegt. Sehr gut. Und immer noch ruhig atmen. Alles eine Sache der Atmung. Immer 3 Sekunden ein, 3 Sekunden aus. 10 Sekunden durch die Nase ein, durch den Mund aus. Sehr gut. Noch 5, 4, 3, 2 und 1. Einmal locker lassen. Wir knien uns einmal auf die Matte. Die Beine sind eng aneinander. Genau. Und als erstes gehen wir einmal mit den Armen nach vorne, drücken dann unser Becken nach hinten durch. Genau, Becken nach hinten durch. So schön entspannen wir den Rücken ein wenig. Sehr gut. Und wir versuchen den Kopf nach unten zu drücken. Sehr gut. Das ist die Vorübung von der Übung, die jetzt gleich folgt, die mit der mehr wehtut. 4, 3, 2, 1. Wir gehen mit den Beinen weiter auseinander. Fast ins Maximale, genau, noch ein bisschen. Sehr gut. Jetzt geht er langsam von der Matte runter, die Füße gehen noch weiter auseinander. So, jetzt merkst du das Ganze in der Leiste, wenn alles gut läuft. Merkst du es in der Leiste, Luca? Luca? Ja, sehr gut. Halte. Das Becken nach hinten schieben, soweit du kannst. Tu dir ruhig selber weh. 5, 4, 3, 2 und 1. Wir stellen uns einmal hin. Hervorragend. Jetzt versuchen wir die Hüfte ein wenig zu lockern. Das heißt, wir arbeiten mit den Beinen hoch und öffnen die nach hinten weg. Einmal auf den Boden stellen und das gleiche auf der anderen Seite. Genau. Was wichtig ist, dass der Oberkörper gerade bleibt und die Bewegung in der Hüfte ist. Das heißt, wir rotieren nicht den ganzen Körper weg, sondern nur die Hüfte öffnen. Der Körper guckt nach vorne. Sehr gut. 2. Und noch 1. Das Ganze einmal von hinten nach vorne. Das heißt, wir stehen, arbeiten mit der Hüfte hinten auf und schließen die vorne wieder zu. Sehr gut. Oberkörper bleibt immer noch gerade. Vier, drei, zwei und eins. Wir machen einen großen Ausfallschritt nach vorne. Wirklich, dass die Ferse hinten aufgehen. Wenn das linke Bein vorne ist, geht die rechte Hand auf den Boden. Und die linke Hand öffnet nach oben weg. Wir gucken der Hand hinterher. Das Knie geht nicht auf den Boden, die Hand geht enger ans Bein. Genau, und der Hand hinterher. Da ist die Hand, das bin ich. Sehr gut. 5, 4, 3, 2, 1 und noch einmal Seitenwechsel. Und wieder der Hand hinterher. Sehr gut. Und hier noch 5, 4, 3, 2 und 1. Einmal wieder hoch.
Als letzte kleine Übung machen wir nochmal einen kleinen Ausfallschritt. Das bedeutet, diesmal machen wir wieder einen Ausfallschritt, nur dass die Ferse auf dem Boden bleibt. Beide Fußspitzen zeigen nach vorne, Hände gegen die Hüfte und wir drücken das Becken so weit nach vorne wie möglich. Genau, Hände in die Hüfte, damit es eleganter aussieht. Und das Becken nach vorne. Sehr gut. Mach den Ausfallschritt noch ein bisschen größer, das merkst du immer, wenn dein Knie über das Fußgelenk geht. Besser. Ich mache das Ganze einmal seitlich, damit man das besser in der Kamera noch sieht. 5, 4, 3, 2, 1 und seitwärts. Auch hier wieder Becken nach vorne, Hände in die Hüfte, Ferse bei dem auf dem Boden. Sehr gut. 4, 3, 2 und 1. Einmal nochmal hinstellen. So, und das war's auch für uns heute. Wir bedanken uns bei euch. Schön, dass ihr mitgemacht habt, wenn ihr mitgemacht habt. Ansonsten schön, dass ihr uns zugeguckt habt, wenn ihr zugeguckt habt. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.